Willkommen im australischen Outback. Hier kommt man eigentlich nur hin, wenn man einen gescheiten 4x4 hat oder hier arbeitet. Und ich habe mal wieder das Glück, hier einen Job gefunden zu haben. Wie ich da dran gekommen bin, was genau ich hier eigentlich mache und natürlich auch wieder, was ich hier verdiene. Das und noch viel mehr gibt's jetzt in diesem Video. Ja, wo sind wir ja eigentlich? Ich bin gerade 50 Kilometer nordwestlich von Laverton, was ungefähr 400 Kilometer nördlich von Kalgoorlie liegt, was wiederum 600 Kilometer entfernt von Perth liegt. Outback halt. Und was ich hier mache, ich bin Fieldie oder auch kurz Field Assistant. Was ich da mache, da hole ich mal ein bisschen aus. Man muss sich vorstellen, am Anfang jeder Minesite steht das Exploration Drilling. Man muss ja erstmal erkundschaften, ob überhaupt Gold in der Gegend ist. Dazu wird dann ein riesiger Bohrer durch die Gegend geschickt, der probenweise Löcher bohrt und der Bohrer spuckt dabei eine gehörige Portion Staub und Steine aus. Und als Fieldie ist es dann meine Aufgabe, diese Steine und diesen Staub einzusammeln und in Probensäcke zu verpacken. Ich packe das Ganze dann schön in ein Säckchen, packe das in einen größeren Sack und der wird dann ins Labor geschickt und die müssen dann gucken, ob da Gold drin ist. Man kann also sagen, der Job an sich ist gar nicht mal so spannend, aber es geht halt vielmehr um diese ganze Experience hier, weil man ist irgendwo mitten im Outback, schlägt da ein Camp auf und da lebt man dann für ein paar Wochen und fährt den ganzen Tag irgendwo durchs Nirgendwo und bohrt Löcher. Das Schöne ist halt, man ist in einem sehr kleinen Team und jeden Tag, wenn die Arbeit getan ist, kommt man nach Hause, schmeißt den Grill an, macht sich eine Kanne auf und genießt einfach die Umgebung. Getting patched. Getting patched. Just pat the shit out of me. You just want views. You're just like trying to pat me for views. I'm just trying to do my thing. You're just trying to get the views. I'm going trying for to become it. YouTube famous for putting a model in his videos. Ja, wie schon gesagt, der Job ist jetzt nicht allzu hart und viel nachdenken muss man eigentlich auch nicht. Allerdings knallt die Sonne schon ziemlich. Wir haben hier Tage, da wird es bis zu 43 Grad oder mehr. Und generell ist das eine ziemlich staubige Angelegenheit. Von daher zehrt das schon irgendwann am Mark. Allerdings würde ich von der Härte her sagen, 3 von 4 Dingos maximal. Ja, jetzt wo wir darüber geredet haben, was ich hier so mache und wie es hier alles so aussieht, wie bin ich denn an den Job drangekommen? Arbeitsagentur. Ja, ist zwar langweilig, aber ich bin einfach zu einer Agentur gegangen. Die haben gesagt, hey Max, willst du nicht hier da viel die? Ich so, ja, was zahlen die denn? Oh ja, so und so. Ich so, ah geil. Ja, und jetzt sitze ich hier, ne? Im Outback. Und trinke ein Bier, das so heiß ist, dass es untrinkbar ist. Das Geile an dem Job ist natürlich, dass man auch immer ein bisschen Zeit hat, sich die Umgebung mal anzugucken. Und da stolpert man schnell mal über ein paar alte Minenschächte. Ja, mitten im Nichts geht es dann einfach mal so. Ja. Gute 20 Meter abwärts. Jetzt natürlich die Frage, die allen brennend auf der Zunge liegt. Was verdiene ich hier? Ja, das ist so. Ich kriege hier $35 die Stunde, was an sich schon ein ziemlich guter Lohn ist. Obendrauf kriege ich natürlich Essen bezahlt, Unterkunft. Wir kriegen jeder eine Kiste Bier gestellt.
Und witzigerweise werde ich auch dafür bezahlt, wenn ich hier koche. Von daher, ich habe hier in der Regel so einen 12 bis 14 Stunden Tag, was umgerechnet bedeutet, dass ich ungefähr 400 bis 500 Dollar pro Tag verdiene. Ja, wenn sich jetzt irgendwer denkt, Mensch, da hätte ich auch Bock drauf, so kann man es machen und schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn wir auf dem Golfplatz mit Golfbällen auf Känguru-Jagd gehen. Ja, bis dann! We'll be right back.